Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen, spektakulären Folge The Last of Us Part 2 auf Trans70 TV, euer T, wie immer für euch am Mic. Dieses Hammer-Spiel, das einfach nicht endet, und das ist auch gut Was ist so. das nur für ein Ort? Schöne romantische Situation hier Da ist ein gerade. Aquarium am Boden. Kannst Oh, du dir wie geil vorstellen, ist was hier das mal los bitte? war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Eine andere Welt. Das war bestimmt mal ein richtig geiles Center hier. Na, kennen wir da vielleicht jemanden von? Zoom? Penny's Bachelorette 2003. Best Trip ever. Was für ein Trip. Na, das glaube ich auch, dass es hier bestimmt mal richtig cool war. Oh, diese Stimmung ist so der Hammer. Also auch die Musik und die Beleuchtung alleine hier, das ist einfach nicht zu übertreffen. Wer eine PS4 Pro hat oder auch mit der normalen PS4, da läuft es nicht ganz so rund, aber der muss dieses Spiel einfach gespielt haben. Es ist einfach so ein Hammer-Game hier, was Naughty Dog hier wieder abgeliefert hat. Ach, er ist da an dem. Ich denke gerade schon, der ist rausgegangen. So, mein Lieber, jetzt steh mal auf hier. Hier ist nichts mehr ausruhen. Wir wollen weiter. Vielleicht soll ich hier noch irgendwas erkunden, noch irgendwas angucken. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Oh, hier ist eine Einliegewohnung, cool. Sei doch still. Also, wir werden holen. Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Oh Gott! Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Okay, ein längerer Brief. Oh, das sieht traurig aus. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen, wie ein Feigling. Was ist das für ein, was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf dem blöden Stuhl herumsitzt. Oh, das ist hart. Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Ja, das Gute ist, wir haben die Wir haben Schlüssel. Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur. Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Hier rein? Da ist noch was.
Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Wo ist die Mutter denn? Ah ja, die ist ja... Entschuldigung, die ist ja getötet worden, stimmt. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Ich kann nicht nachvollziehen, dass die meisten diesen Charakter Abby nicht mochten. Also gut. Das ist ja eine Story. Das Mal muss ewig gedauert haben. Also ich finde ihren Charakter total interessant. Natürlich ist sie, war das nicht in Ordnung, dass sie den armen, das weite Meerausstellung, den armen Joel erschlagen hat. Gut, der Joel hat ja nun auch ihren Vater umgebracht, das wissen wir ja inzwischen. Aber ich finde sie als Charakter auch, nachher ist sie ja deutlich muskulöser auch. Hier ist sie ja noch etwas normal zierlich. Ich finde ihren Charakter total interessant, muss ich sagen. Ich kann das nicht nachvollziehen, die Kritik. Aber gut, wer das Spiel nicht mag, braucht es ja nicht zu spielen. Ganz einfach. Achso, das hatte ich ja schon. Ich dachte immer, ich denke immer, ich verpasse hier irgendwas. So, komm. Wir müssen da durch, ne? Wahrscheinlich irgendwie da oben rangehängen oder so. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Holen. Das war eine Leiter. Easy. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Hast du schon viel schlimmere Sachen gemacht, Abby? Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, hammermäßig. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Wow. Komm hier rein. Oh, hier eine kleine Burg gebaut, so ein Tunnel, cool. Ja, Naughty Dog weiß, wie man Atmosphäre erzeugt. Wow. Was für eine hammergeile Atmosphäre. Aber wovon leben die denn? Oh, niedlich. Siehst du das? Die müssen ja von irgendwas leben. Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. So, jetzt drückt euch mal ein schönes Küsschen auf. Ist dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber... Es geht wieder um... Joel ist immer noch da draußen, weißt ja, du? Ja, um Joel. Der Hass auf ich Joel. Weiß. Ja, zu diesem Zeitpunkt lebt Joel ja noch. Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Hass zerfrisst. Zerfrisst den Menschen. Geh schon mal vor. Was ist er ist natürlich mega enttäuscht. Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Abby, das war eine falsche Entscheidung. Du machst ihn, er macht dich. Wo ist das Problem? Dein scheiß Hass auf Joel. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon,
Sag das nicht. Das ist wirklich bitter. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. So, wir sind wieder zurück im Heute. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert. Oh, das ist der Wahnsinn hier, die Stimmung hier. Scheiß auf Hammer. Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Es ist mega. Echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere, das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Skars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Muss hier mal eben gucken. Ich brauche auf jeden Fall mal irgendwie Vorräte. Das kann... Hallo, ich hätte gerne mal wieder ein paar Vorräte. Hier runter. Ja, warte doch mal eben. Da, ich muss mal ein paar Sachen haben hier. Ich habe überhaupt nichts. Wie ist ein paar Pillen? Vielleicht kann ich da schon mal wieder irgendwas mit. Ah, 17 Pillen. Da kann man auch nichts mit reißen hier. Und ich brauche unbedingt mal ein Magazin oder sowas, dass wir uns hier weiterbilden. Und vielleicht den nächsten Baum aufmachen hier, den nächsten Fähigkeitsbaum. Ein Teil. Boah, ihr seid doch jetzt super geizig geworden hier. 5 Teile. Super. In der ganzen letzten halben Stunde konnten wir ja auch nichts looten. Ah, Gott. Ich dachte eben, da liegt jemand. Wart doch mal. Du, dass hier jemand wohnt? Oh, nein. Mein Mann, mein Geliebter. Spanisches Flüstern? Hey, das ist privat. Oh mein Gott, das hier ist deins? Sag mal, wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay, pardon, nur hablo inglés. Ja, konnte ich euch nicht vorlesen. Hier ist nix. Hat er mir aus der Hand gerissen. Hey. Danke. Hierfür? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Ha, komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Hier noch was drin, ne? Dieser Sonnenuntergang einfach mega. Sieht gut aus. Na los. Schieben. Ach, rüber. Jumpen. Und er? Wie kommt er denn jetzt rüber? Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Er kommt doch nicht mit. Bis dann. Hui. Okay, Richtung Sonnenuntergang. So, jetzt sind wir alleine. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen aufpassen hier. Da Lappen. Teile. Wir haben leider keine Rückendeckung mehr. Da sind endlich mal ein paar Teile. Na, das hat sich schon wieder gelohnt hier.
schätze mal, gleich geht hier auch die Action wieder los. Da kann man nicht rein. Da war ich doch eben drin, ne? Ach, ich hätte auch hier durchgehen können. Was stinkt hier so? Wahrscheinlich Leichen, ne? Okay. Sie hat auch keinen. Mal gucken. Nee, da ist nichts. Aber sie hat einen guten, eine gute Hammerfaust. Also wenn sie zuschlägt, das kommt richtig gut. Hier ist nichts drin. Aber wie kommen wir hier weiter? Ach, kann man den wieder schieben hier? Nee. Da kommen wir nicht weiter. Nach oben? Da geht's doch nicht nach oben. Ach, da oben geht's rüber. Alles klar. So, gleich ganz runter gehen. Geht auch immer volles Risiko, ne? Wieso will sie jetzt gerade nach Mandy suchen? Ja, wahrscheinlich liebt sie ihn und wollte das vorher nicht wahrhaben. Ja, das war klar. Ich hatte es vermutet. Da, nicht, dass ich da irgendwas verpasst habe. Aber da kommen wir nicht rein. Nee. Da ist nix. Hä? Wie soll ich denn da über die Mauer kommen? Ach, auf das Auto, auf den... Jawohl. Da komme ich ins Haus. Okay. Na? Was ist das? Oh, cool. Geld. Okay. Aber ihre Sinne sind nicht so extrem gut ausgeprägt. Wie bei Ellie. Diese Lausch. Oh, ich ahne schon wieder Böses. Mach mal Licht aus. Irgendwie ahne ich hier Böses. Oh, shit! Ja, Gott! Gott! Shit! Oh! Alter Schwede, hab ich mich erschrocken! Das fängt ja gut an. Oh, ich glaube, ich habe mir gerade... Ich hab mir gerade in die Hose gepullert. Ich hab das gewusst. Das ist so eine typische Szene, wie bei Resident Evil war das, glaube ich, auch Resident Evil 7. Oh, ich hab das gewusst, dass da sowas kommt. Aber dass da jetzt auch noch ein Klicker. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse euch dafür. Dass ihr mir sowas antut.
Teile. Kann ich schon irgendwo... Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall. Gesundheit sieht gut aus. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein Magazin, damit wir unseren Fähigkeiten bauen. Da. Oh, super. Pillen! Okay, jetzt können wir, glaube ich, was machen. Atem anhalten. Lauschmodus Klarheit. Was habe ich denn jetzt und was habe ich noch nicht? Ah, den habe ich. Ah, ich muss immer erst den nächsten nehmen hier. Den finde ich eigentlich völlig unnütz. Maximale Gesundheit wäre wichtig. Ah, okay, ich muss den aber nehmen. Mit dem nächsten kriegen wir dann maximale Gesundheit. Können wir noch irgendwas basteln? Nope. Ne, mir fehlt ein Lappen. Lappen! Okay, hier haben wir aber alles weggeholt. Muss das denn jetzt, wo sie alleine ist, auch noch dunkel werden? Ach so, ist die Dämmerung. Hier schauen wir auch mal eben. Pillen. So, können wir noch was machen? Nö, 10 Pillen fehlen noch. Da können wir unsere Gesundheit schon pimpen. Okay. Dadurch? Nee, ne? Och nee. Was ist hier jetzt? Zum Teufel. Okay. Oh, may she guide you. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Sie führe dich. Ja. Das ist nix. Nochmal. Da, 12 Pillen. So, jetzt können wir. Ach, den Lauschmodus erst. Shit. Okay. Gleich mal ausprobieren. Hier ist aber nichts. Geht ja recht gut voran mit ihr. Aber. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ich habe da auch kein Fenster oder was gesehen. Hier kommt man nicht weiter. Da ist noch was. Flasche. Tür. Kann man da was schieben? Nee. Da ist auch noch was. Isolierband. Nö. Lappen fehlt noch. Kein Lappen. Ein Regal schieben. Irgendwas. Sprengstoff. Können wir da noch was machen? Na, könnten wir nämlich aber da fehlt wieder Alkohol. Okay. Ja, wie kommen wir da denn, wie kommen wir hier jetzt weiter? Oder hier geht das weiter irgendwie? Ne. Na, wo muss es hier weitergehen? Muss sie da hochklettern oder was? Da geht sie hoch. Nee. Da ging das nicht weiter. Da geht das rüber. Bin ich jetzt in der Sackgasse hier oder was?
da hoch kriege. Da komme ich auch nicht hoch. Willst du mir hier veräppeln oder was? Da kommt sie. Das kleine Stück. Da kommt. Da kann sie sich nicht hochhängeln. Hangeln. Gib mir mal einen Tipp. Also ich habe hier doch jetzt alles abgesucht. Hier ging das doch nicht. Oder ist hier irgendwo wieder eine Öffnung? Irgendwas zum Schieben? Hier ist nichts. Hier kann man nichts schieben. Dass man hier durch die Tür kommt. Da komme ich auch nicht hoch. Da geht's nicht weiter. Sie führt dich. Das ist ja interessant. Ja. Ich würde sagen, da machen wir ja mal ein kleines Päuschen. Und genau. Wir ruhen uns einfach mal ein bisschen aus hier, machen ein kleines Schläfchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. War wieder eine ziemlich ereignisreiche Folge, finde ich, auch mit Owen. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst eine Bewertung da. Am besten Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Mit diesen schönen Bildern verlasse ich euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.